Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Micro Red Bull. Letztes Mal waren wir ja fleißig und haben hier dieses wunderschöne Konstrukt gebaut, mit dem wir einfach jetzt Essentia abfüllen können in wunderschöne kleine Gläser, mit dem wir dann später hier an der Runenmatrix auch dann gut arbeiten können mit. Aber dazu kommen wir später, denn vorher müssen wir natürlich ein wichtiges Problem lösen, denn man kennt es ja, ich habe es auch schon sehr oft gehabt, mein Stab, ja, der ist immer wieder leer, das ist schon scheiße, der ist ja schon wieder an manchen Stellen halb leer. Das wollen wir heute ändern, denn ich habe mich mal so ein bisschen rangesetzt und habe hier ein bisschen was freigeschaltet. Die ganzen Stäbe hier, auch wenn ich das eigentlich gar nicht hätte freischalten müssen, habe ich es einfach mal gemacht, weil ich wollte hier den Notenstabilisator und weiteres Zeug freischalten, damit wir halt gute Verbindungen haben, um halt unseren Zauberstab ordentlich aufzufüllen. Und das Erste, was wir natürlich machen müssen, ist Research. Ja, das muss natürlich sein. Ich mache es hier heute mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, obwohl, no, das sieht gar nicht so schwer aus. So, guck mal, hat doch jetzt gar nicht wehgetan. Da haben wir schon den Notenstabilisator, den brauchen wir zum einen. Aber wir brauchen natürlich auch noch mehreren Kram, den fortgeschrittenen Notenstabilisator vielleicht noch nicht. Aber, hier, die Wissnutzung, ne, müssen wir wieder als herausholen. Genau das Ding brauchen wir. Und das müssen wir jetzt auch wieder kurz einmal hier durchhauen. So, da haben wir die Wissnutzung. So. Und nun, können wir da einmal kurz reingucken. So, und zwar haben wir jetzt hier so ein wunderschönes Ding. Und zwar ist es ein Notentransduktor. Mit diesem können wir sozusagen Noten energetisieren und dann dessen Wiss ausnutzen, um dann halt einfach einen Zauberstab bei uns hier am Tisch aufzuladen. Dafür brauchen wir verschiedene Dinge. Und zwar einmal halt dieses Ding. Ein paar von diesen Relais, weil Noten werden wahrscheinlich ein bisschen weiter weg sein. Und was mir auffällt, da fehlt noch was. Also muss ich das hier vielleicht auch noch einmal kurz durchsuchen. Zack, boom, bam. Dann können wir jetzt hier, kommen wir genau da wollten wir hin. Wiss-Lade-Relais. Und dieses Ding, das können wir jetzt sozusagen nachher hier auf unsere arkane Werkbank stellen. Und damit werden sich dann nachher die Relais, die kleinen, verbinden und dann sozusagen unseren Stab auffüllen. So, und jetzt müssen wir einmal schauen, was brauche ich dafür alles, um den ganzen Kram hier fertig zu kriegen. So, dann machen wir das nämlich hier immer so, 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 bam und bam. Dann haben wir Insurface and Viz. Ach, leck mich doch fett. Was brauche ich denn noch? Aqua und Ordo. Natürlich brauche ich wieder Ordo. Na guck mal, und damit so ein Scheiß nicht passiert, möchte ich genau das machen. So, komm nur aber. Dankeschön. Ich hab nur eine. Oh, leck mich fett. Es ist so anstrengend. Es ist immer so ein langer Weg. So. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie viel ich noch für den anderen Kram brauche. Wir gucken mal weiter. So, Wissnutzung. So, okay. Den Kram habe ich noch alles. So, ich brauche weiteres Nitor. Ein bisschen nachher mal. Das kriege ich alles hin. So. Jetzt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war das so, so, so. Dann die dahin, unten ein Nitor, oben sowas. Und in die Mitte den Stabilisator, dann den Zauberstab rein. Und dann haben wir hier, bam, endlich diesen Notentransduktor. So, alles da. Dann mit diesem suchen wir jetzt einfach mal erstmal eine relativ schöne Aura-Note auf. So, hier hinten war doch eigentlich eine schöne, die relativ viel Zeug hat. Die hat hier das mal mit. So. Dann machen wir folgendes, wir nehmen mal den Block hier weg, platzieren da den Stabilisator drunter, dann sehen wir, aha, da bildet sich jetzt also so eine schöne Kugel ran. Jetzt wäre das so, dass andere Noten, die rumherum wären, die würden jetzt die Note auch nicht mehr angreifen können. Ne, die würden sich normalerweise ja irgendwie Zangen und Blitze durch die Gegend schleuern, aber das ist jetzt nicht mehr möglich mit dieser. Und wenn wir jetzt diesen Notentransduktor oben rauf machen, wird das noch nicht passieren, weil der muss noch befeuert werden. Und zwar so. Und dann geht es erst richtig los. Da sieht man schon, aha, hier wird jetzt richtig die Pi abgehen. Und jetzt sind auch die ganzen Zahlen weg von den verschiedenen Effekten.
Aber da wir jetzt noch keine Relais haben, mache ich erst noch mal kurz aus. Aus? Ja gut, okay. Nee, egal. Was brauchen wir denn für diese wunderschönen Relais? Die können auch nicht so teuer sein. Nee, die sind auch nicht so teuer. Wir machen eine Ballonscherbe? Ja, okay. So, und da es ja eine relativ weite Entfernung ist, brauchen wir auch relativ viele Relais. Heißt, ich muss nämlich ein bisschen was machen. Nein! Mein Tomonomicon! Das wollte ich gar nicht, nee! Ach so, Mist, warte mal, ich glaube, ich hab noch irgendwo ein Zweit rumliegen. Oh, gut, da. Oh. Ist da jetzt noch alles drin? Ja. Nein, wieso drückt denn der Kuh? Ich voll Idiot. Oh, oh, ja, Moment. Das sollten wir bereinigen. Die Brühe sieht doch nicht mehr so gesund aus. Ich mach das mal weg. Nee, nicht verschmutzen. Oh Gott. Das war eine ganz miese Idee. So, passt. Alles wieder gut. Ah, Fluxgrippe. Toll, dankeschön. Ich hab zwar keine Ahnung, was sie gerade macht, aber hey. Und wieso kostet das so viel Ordo? Oh nö. Wieso muss das immer Ordo kosten? Vor allem auch noch so viel. Wie viel hab ich denn gerade? 18. Damit könnte ich nach 4 Stück machen insgesamt. Toll. Oh, es fehlt mir auch schon ein Feuer. Dankeschön. Hä? Da fehlt ein Effekt. Okay, ich hoffe mal, dass sich das nicht noch irgendwie verschlimmert oder so. So, wir können ja mal schauen. Habe ich die in einem guten Abstand hier gebaut? Wir können die einmal ja kurz energisieren. Jetzt fehlt schon wieder was. Aha, guck mal. So. Aha, guck mal. So. Guck mal, jetzt ist die so schön energetisiert. Nee, schade. Kann ich noch nicht sehen. Das muss wohl eine ganze Linie sein, mit der die Dinger verbunden sein müssen. So, platziere ich hier einfach mal so ein bisschen was. Oh Gott. Das kann ein bisschen dauern. Okay, wisst ihr was? Das kann ein bisschen wirklich sehr lange dauern, bis ich den ganzen Kram hier zusammen habe. Also, ich glaube, ihr wisst, auf was das nachher dann hinausläuft. Wir werden dann sozusagen die Energie, die hier kommt, werden wir dann nachher unter Stab kriegen. Und dann haben wir da fast eine unendlich erschöpfbare Quelle an den Zeug. Ah, naja, gut. Ich würde einfach mal sagen, war es das? Oh, Moment, das müssen wir ändern kurz hier. Ich würde einfach mal sagen, war es das mit dieser Folge von Minecraft Red World? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir jetzt nicht so viel gemacht haben. Es war hoffentlich informativ. Ja, nächste Woche geht's dann weiter in den Summer Weeks mit was anderem. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like dafür mehr. Abonnieren, um kein einziges Video zu verpassen. Die Glocke aktivieren, damit ihr wirklich überhaupt nichts verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Tag nochmal aus der Nachaufnahme. Moment, einmal kurz weg. Ja, wir haben ein kleines Problem. Und zwar, als ich hier so ein bisschen rumexperimentiert habe mit den Relais und hier so was längs gebaut habe, um einfach zu schauen, ob das auch alles funktioniert und wie viel ich brauchen werde, ist die Note auf einmal weg gewesen irgendwann. Ja, und deswegen habe ich schon mal kurz alles abgebaut und einmal kurz, falls ihr euch fragt, warum ich hier schon so viel habe, ich war kurz im Kreativmodus, der ganze Kram wird nachher wieder weg sein. Und jetzt habe ich einen Plan. Und zwar habe ich hier mal geguckt. Hier, Nodier im Glas. Das habe ich eben schon mal kurz researched. Und ja, das sieht eigentlich relativ einfach aus. Einfach ein bisschen Glas mit der Auranote drin und oben drüber dann einfach ein bisschen von den Slabs und dann sollte das eigentlich schon laufen. Das Problem ist nur, ich brauche 70 von jedem. Und mein Stab umfasst, glaube ich, nur 50, ja. Ja gut. Können wir uns das auch abschminken? Erstmal, dazu brauche ich erstmal einen besseren Stab. Gut. Muss ich das doch offscreen mal irgendwie machen, dass ich dann irgendwie da so Noten bei mir in der Nähe habe, die dann auch besser laufen und alles. Ja gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.